Jutta Müller ist eine der bekanntesten deutschen Eiskunstläuferinnen mit einem Leben voller Erfolg und Traurigkeit. Sie hat sowohl in ihrer Karriere als auch in ihrem Privatleben viele Herausforderungen und Ereignisse erlebt. Jutta Müller wurde am 15. Mai 1929 in Chemnitz, Deutschland, geboren und wuchs dort auf. Ihre Familie hatte eine bemerkenswerte Geschichte, ihr Vater, Emil Lötsch, war ein herausragender und ausgezeichneter Ringer gewesen. 1930 wurde sie sächsischer Meister im Ringen. Auch ihre Mutter Marie Lötsch, geb. Pruski, gehörte zu dieser Familie. Ab 1946 wurde Jutta Müller Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED, einer wichtigen politischen Organisation in der Nachkriegszeit. Jutta Müllers Leben enthält auch viele turbulente Liebes- und Familiengeschichten. Sie hat eine Tochter namens Gabriele Seifert, geboren aus ihrer ersten Ehe mit Wolfgang Seifert. Diese Ehe war, wie viele andere Beziehungen auch, von Schwierigkeiten und Traumata geprägt. Anschließend heiratete Jutta Müller ein zweites Mal den ehemaligen DDR-Fußballnationalspieler Brinkfried Müller. Diese Ehe dauerte von Dezember 1955 bis zu seinem Tod im Jahr 2016. Ihr Familienleben hat viele Höhen und Tiefen und Umbrüche erlebt, aber sie versucht immer, die geliebten Menschen in ihrem Leben zu beschützen und für sie zu sorgen. Im Sommer 2022 beschloss Jutta Müller, von ihrer alten Heimatstadt Chemnitz nach Bernau, einer Stadt in der Nähe von Berlin, zu ziehen, um dort in einem Pflegeheim zu leben. Diese Migration kann als ein Schritt angesehen werden, den sie unternahm, um in der letzten Phase ihres Lebens Frieden zu finden und für sich selbst zu sorgen. Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Jutta Müller am 2. November 2023 weniger als 6 Wochen nach ihrem Geburtstag verstorben ist. Dieses Ende löste bei ihrer Familie und ihren Freunden sowie bei Fans aus aller Welt Bedauern und Trauer aus. Jutta Müllers Leben und Karriere sind ein wichtiger Teil der deutschen Eiskunstlauf- und Sportgeschichte, und sie wird immer in Erinnerung bleiben und in den Herzen aller Menschen geehrt werden. Jutta Müller ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten des deutschen Eiskunstlaufs und ihr Tod hinterlässt eine große Lücke in der Sportszene des Landes. Sie hatte ein Leben voller Aufgaben und unvergesslicher Ereignisse. Jutta Müller, 1929 in Chemnitz geboren, startete mit außergewöhnlichem Talent in die Welt des Eiskunstlaufs. Ihre erste Ehe mit Wolfgang Seifert brachte ihr die Freude der Mutterschaft mit der Geburt ihrer Tochter Gabriele Seifert, die ebenfalls eine berühmte Eiskunstläuferin ist. Allerdings war diese Ehe mit vielen Schwierigkeiten verbunden und das Familienleben verlief nicht immer reibungslos. Jutta Müllers zweite Ehe mit Brinkfried Müller, einem ehemaligen Fußballnationalspieler, hielt viele Jahre und erlebte viele Höhen und Tiefen im Leben. Obwohl das Familienleben manchmal turbulent ist, ist Jutta stets bestrebt, ihre Lieben zu beschützen und für sie zu sorgen. Im Sommer 2022 entschloss sich Jutta Müller, nach Bernau zu ziehen, wo sie in einem Pflegeheim lebte. Dies kann als entscheidender Schritt angesehen werden, um in der letzten Lebensphase Frieden und Ruhe zu finden. Obwohl sie im Laufe ihres Lebens viele Schwierigkeiten und Herausforderungen erlebt hat, behält sie stets ihren Geist und ihre Entschlossenheit. Das Bier, boah. Une semaine après, mon enfant a commencé la maladie. Ma maman m'a appelé, j'étais rentrée. Ma maman m'a appelé un jeudi. Soit disant que c'est ton frère qui a recommencé avec la maladie, ça ne va pas. J'ai dit que c'est encore quoi? Quand je pars, je vois, j'appelle aussi ma grand-sœur, je dis que ma grand-sœur, j'ai dit ma grand-sœur qu'on se couche à la matinée parce que ça ne va pas avec nos frères. On arrive là-bas, on le voit, la maladie, ça s'est encore empiré. C'est encore empiré. Il était devenu bizarre.
Parce que la dernière fois, quand j'étais malade, là, on avait réussi à le soigner, et bien, tout allait bien. Il a repris la forme, il n'avait plus les douleurs, il a recommencé à danser dans ses cabarets et tout ça. Et cette fois-ci, alors, ça a empiré, c'est devenu grave. Maman, on est parti le jeudi, là, nous sommes rentrés. La maman, je faisais que d'appeler pour demander les nouvelles. Dimanche matin, dimanche le 14 novembre 2021, ma maman nous a appelé très tôt. Elle m'a appelé aux environs de 6 heures avec les larmes aux yeux que ça ne va pas. Ton frère est devenu bizarre. Pardon, venez ou pas. Je me suis levée le matin, je suis partie avec mon mari, ma belle-mère et mes deux beaux-frères. Nous sommes partis chez nous. Arrivé là-bas, c'était la catastrophe. Mon frère était méconnaissable. Et je rappelle, tiens, rappelé que mon frère était un jumeau. Il était un jumeau. On a fait appel à son jumeau. Son jumeau est parti travailler dans une ville voisine. Et il est venu. Il a posé. On a demandé qu'on...